Ja, begrüße euch einmal wieder zu einer neuen Tipps und Tricks Serie. Und heute zeige ich ein paar Knoten, und zwar solche, was ich persönlich für meinen Tarpaufbau brauche. Ich habe extra ganz ein kleines Tarp mitgenommen, brauche ich nicht was groß, ich möchte euch das nur sagen. Wichtig sind ja die Knoten oder vielleicht auch noch, wie ich das Tarp befestige, ich mache das mit Ritschlein und so. Ja, das Tarp werden wir zwischen die zwei Bäume aufspannen, da ist nicht was gut wie viel Platz, aber ich habe nur eine relativ kurze Schnur halt mitgenommen, habe ich extra eine Rode genommen, dass man die schöner sieht, weil ich verwende ja normal das Dyneema, aber mit einer dickeren sieht man das ein bisschen besser. Also wir spannen von da nach da einmal eine sogenannte Ritschlein, das mag ich eigentlich immer, und da lege ich dann mein Tarp dann drüber. Also als erstes, wie lang ihr die Schnur haben wollt, ist eigentlich euch selber überlassen, aber am Anfang brauchen wir mal eine ganz normale Schlinge. 0815, die kann glaube ich auch jeder so schlafen, schlingern. Die ist nichts Weltbewegendes. Und die Schlingen brauchen wir jetzt gleich, wenn wir es beim Baum anhängen. Und das Ganze da jetzt beim Baum zum Befestigen braucht so ein kleines Steckerl. 5-10 cm. Das ist eigentlich wurscht, wie lang das ist. Darf nur nicht zu kurz sein. So. Dann geht es einmal mit dem Ganzen um den Baum herum. Ich mache das jetzt alles tiefer herum, dass man das schöner sieht, dass ich nicht herfilmen muss und ich spanne es dann oben noch einmal extra rein, dass man es dann noch einmal sieht. Und durch das Schlafel fahrt ihr es mit der Schnur einfach durch. So, jetzt habt ihr da eine schöne Schlaufe und da gibt es die Steckerleine und zieht es einfach an. Und das Ganze hält schon mal. Das geht auch dann sehr einfach zum Lösen, weil jetzt zieht die Stecker raus und der ist offen. So, auf der anderen Seite angekommen, nehmen wir das Ende und gehen einmal um den Baum herum und ziehen da mal ein bisschen an. So, die geht jetzt zum Baum. Das ist eigentlich unser Ende. Und die, was vom anderen Baum zu dem geht, den brauchen wir jetzt auch. Weil jetzt gehen wir her und machen auch so ein Schlaufen. Ist ja noch relativ einfach. Und jetzt da drehen wir die Schlaufel um und holen sie die Leine da raus und zahlen an. Und wir haben eine schöne Schlinge drin. Also das Ganze noch einmal. So, wir haben die Schnur jetzt für uns. Und da machen wir jetzt, drehen wir mal ein bisschen auf rechts, dann bütze ich so ein Schlaufel. Genau das brauchen wir. Dann drehen wir die mal kurz auf rechts und holen sie die Schnur, was zum Baum geht, da einfach durch und auf der ziehen wir an. Und wir haben eine wunderbare Schlaufe da drin. Die brauchen wir. So, also wir sind jetzt nochmal mit dem, das, was vom, das kommt vom Baum, da haben wir die Schlaufen, das ist was um den Baum geht, durch die Schlaufen durch. Und jetzt kann ich auf das einen schönen Zug aufbringen, weil das wir ein Flaschenzug wirkt. Das kann man jetzt mit zwei Fingern halten. Das Seil hängt da oben drüber. Dann machen wir nur so ein Schlauferl durch, ziehen da hinten an und das ist gespannt. So, jetzt mache ich das nur ein Stück weiter oben und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Also wie hoch ist das aufspannt, das müsst ihr euch selber außer tun. Es kommt immer darauf an, wenn man halt drunter sitzt. Ich mache meistens auch noch so ein Futterachel weg, dass man meinen Kopf nicht anstraft. Das ist, wie gesagt, bleibt jedem selber überlassen. Und ich mache das jetzt einmal schnell auf eine höhere Höhe, wie sie in etwa aufhängen tät. Wenn da ein Baumstamm war, dann sieht man mal, wie schnell das wirklich funktioniert. Ihr seht, das geht ratzfatz, also das dauert eine Minute, länger braucht es nicht dazu. So, und jetzt geht es weiter, weil wir wollen ja
das Datum noch drauf bringen. So, das Ritschlein hängt, die ist relativ gespannt. Jetzt kann man das Tab da drüber. Und was ihr auf alle Fälle verwendet, sind Brusikschlingen. Und zwar, ich habe da zwei Stickeln Paracord. Die habe ich auf der einen Seite einen Knopf reingemacht, dass es eigentlich Endlosschlingen ist. Und die brauchen wir jetzt, weil die werden wir jetzt einmal herum und einmal drüben befestigen, wo man das Tab dann super schön spannen kann drüber. Und jetzt brauchen wir diese Brusikschlingen, die werden wir nämlich jetzt auf der Ritschlein befestigen. Und zwar, jetzt legt ihr es einmal drüber und seid die Schlingen da dazwischen durch. Ich zeige euch das dann eh noch einmal. Das machen wir noch ein zweites Mal. Und jetzt da fahren wir mit den anderen Teil durch und hat dann diese Brusikschlingen. Das muss man da ein bisschen richten, dass das schön passt, dass der Knoten relativ gut ausschaut. Und der Vorteil von dieser Brusikschlingen, der ist in jede Richtung gesperrt, aber man kann den mit zwei Fingern verschieben. Ihr wisst schon, was ich meine damit. Also auf Zug ist der gesperrt, aber ich kann ihn hinschieben, wo ich ihn brauche. Jetzt zeige ich euch den nochmal kurz von der herüberen Seite. So, zeige ich den nochmal herüber. Jetzt habt ihr die Schlingen. Die legen wir da drüber und fahren eine Runde und fahren noch eine Runde. Und jetzt halten wir es so und bringen die von unten in die Hähe und zahn da jetzt schon langsam an. Wie gesagt, das muss man da ein bisschen schlichten, dass sich der Knoten schön legt. Und das ist unser Brusikschlingen, was in jede Seite hält. Und die brauchen wir jetzt noch ein zweites Mal. So, die Brusikschlingen haben wir da. Einmal, ich tue es da heraus. Mein Tab ist circa so breit, ich habe das dünnere mit, dass sie auf alle Fälle weit außen sind. Die werden wir uns dann richten. Jetzt nehmt ihr das Tab raus. Ich habe nur das kleine dabei, was ich mir mal zugeschnitten habe. Aber da kann man das auch relativ gut sagen. So. Ich mache das meistens so, dass ich ein kleines Dachel habe. Und zwar den Teil nehme ich als Dachel und den langen Teil spanne ich hin da. So. Und jetzt kommen diese Brusikschlingen zum Einsatz. Die stellen wir sich da her. So, jetzt habt ihr da überall diese Schlaufen drauf. Ich habe mir da noch zusätzlich ein kleines Schniedel drauf gehängt. Muss aber auch nicht sein. Nehmen wir die Schlaufen. Und hier braucht es jetzt noch einmal zwei so kleine Steckerl. 10 cm. Wurscht, wie dick die sind. Und zwar die Schlaufen von da. Und mit denen fahre ich jetzt mit der Schnur durch. Und macht es die quasi einmal da vorne auf, weil da stecken wir jetzt das Stickerlein. Und dann können wir das wunderschön da spannen. Und das hält da nämlich von der Wand super. Und das soll jetzt nochmal auf der anderen Seite. Wie gesagt, wir haben da wieder, ich habe mir da nur mehr eine Schnur durch die Schlauferl durch, weil die da relativ klar sind. Das ist aber wurscht. Jetzt nehmen wir die Schnur, vielleicht sieht man das leichter. Einfach da durch. Und die macht es jetzt auf, gibt es die Steckerl durch und zahlt es da an, spannt es. Und das ganze Tab ist da oben mal super gespannt. Könnt ihr dann natürlich auch hin und her schieben, wie es wollt noch. So, dann schnitzt man meistens meine Hering selber. Ja, nichts Besonderes, ein bisschen anspitzen vorhin, passt schon. Und jetzt gehen wir her, nehmen wir das lange Ende hinten. Entweder durch die Schlaufen durch, ich habe da hinten auch wieder eine Schnur drauf. Und jetzt spannen wir das da hinten mal schön an. Nur mal das Halt, das können wir immer noch verändern, wie wir es wollen. Zweite Seite auch. Ja,
ein bisschen da einer Falten drin, die wollen wir rausbringen. So, das schaut schon mal gut aus. Jetzt sage ich noch was mit den Hering. Ja, bei den Hering, das ist jetzt wurscht, ob sie das eigene nehmt oder geschnitzte. Wenn sie die schön schräg den Hering, ja. Je gerader, desto mehr rutscht euch das raus, spannst den schräg ein. Kann man natürlich mit einem Ding schön reinklopfen. Dann kann euch das nicht rausrutschen. Jetzt habe ich es eigentlich gespannt, so hin und auch so her. Und das hält eigentlich super fest. Das zweite machen wir auch noch schön fest. Also wie gesagt, immer schön schräg dagegen. Je steiler das ist, desto flacher müssen die rein. Ich würde sagen, so 90 Grad Winkel war da in etwa optimal. Erfahrungswerte. Ja, in die Dezung, das schaut ja schon mal gut aus. Und brauchen wir jetzt eigentlich nur mehr vielen Anspanner, quasi unser Dachel, dass wir schön drunter sitzen können. Ich habe jetzt leider zu wenig dicke Schnur mitgenommen. Ich habe jetzt nur mehr Dynamer dabei zum Anspannen. Ist aber überhaupt keine Hexerei. Es macht es auf einen wieder so ein Schlafen rein. Ein ganz normales Schlafen. So wie man es auf der Ritschlein oben gemacht haben. So, wie gesagt, das habt ihr von den Tab, die Schlaferl. Oder ich in dem Sinn meine Schnur. Wir haben die Schlaferl da drin. Mit denen fahren wir durch. Und da gehen wir jetzt unser Holz alleine. Und ziehen da an. Das legt sich dann schön da quer. Und wir haben eigentlich eine super Verbindung, oder? Schaut da geil aus. Vor allem die gingen alle ratzfatz wieder auf und kann schon spannen. Zeige euch aber gleich näher noch. Die Schnur vom Tab, ich spanne das jetzt nur da ein bisschen drüber, dann wir gar nicht viel mehr dumm. Wir nehmen genau dasselbe wieder zum Spannen. Tschack, bumm. Tschack, bumm. Wir haben da wieder die Schlaferl. Wir können da durch mit unseren. Können da jetzt schön spannen, da brauchen wir nicht viel. Ich bin da natürlich verdammt tief herumgekehrt, die Hecher. Und jetzt machen wir noch die andere Seite. Mit denen fahren wir da wieder durch. Durch die Schlaferl kommt wieder eine Schnur. Das ziehen wir auf Spannung. Und es geht schon weiter. So, und jetzt müssen wir es mal anders noch anspannen. Und jetzt gehen wir da hinten hinspannen. So. Ah, da ist meine Schnur ein bisschen kurz, aber es geht trotzdem. So, ein bisschen kurz ist aber, es ist trotzdem gegangen. Ja, und das war die ganze Hexerei. Und je nachdem, wie hoch man das spannt, man kann ja da eine Stange aufstellen, alles kein Problem nicht. Falls es regnen würde, kann ich euch empfehlen, dass es eine Seite ein bisschen asymmetrisch macht. Also eine Hecher, eine niedriger, dann kann das Wasser auf die niedrige Seite nicht mehr auffließen. Ja, Freunde, das war es im Großen und Ganzen, wie ich mein Tab aufstelle mit den Knoten. Ihr seht, es braucht es nicht viel. Es gibt noch mehrere, aber unnötig. Die meisten kennen auch keine Knoten, merken sie es auch nicht, wollen sie es nicht merken, brauchen sie auch gar nicht. Es geht so viel einfacher. Ja, in dem Sinn sage ich, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen was Neues sagen. So mache es halt ich persönlich. Es gibt sicher hunderte Varianten, das zum Aufspannen. Es gibt auch die Ritschlein oben drüber und man hängt es dann in die Schlaufen ein. Kann jeder machen, wie man will. Aber wie gesagt, ich habe am Anfang gleich gesagt, so baue ich auf und so verwende es halt ich persönlich. Dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und tschüss.